Bett rausgehen. Es ist dunkel. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich behalte erstmal die Fackel. Dann kann ich auch keine Vögel mehr beobachten. Ja, so ein Pech aber auch. Darauf habt ihr doch garantiert gewartet, dass ich doch mal eine Runde auf die Vögel schaue. Wohin muss ich denn eigentlich? Ich glaube, dahin. Okay. Das ist ein Sarg. Ah. Der ist Branke. Ich glaube, die nehme ich gleich mal zu mir. Na? Hallo? Jetzt da. Ja. Ich höre das. Oh, die Monde sind ja geil. Kommt der hier, der ist so riesig. Und sind beide nicht gerade klein, also das scheint ziemlich nah dran zu sein oder sehr groß. Na? Hü? Pferd stehlen. Na, ne, man hat keine Pferde stehlen. Ich will überhaupt irgendwas erkennen. Ich sehe halt absolut nichts gefühlt. Ich möchte nicht erst wissen, wie es ein Video an sich ausschaut, weil YouTube ja an sich dunkel ist. Also die Videos nochmal dunkel kodiert. Ich hoffe, ihr erkennt überhaupt was. Witzigerweise erkenne ich auf meinem rechten Bildschirm mehr. Ich glaube, mein Bildschirm an sich ist ziemlich dunkel eingestellt. Kann ich nicht nur die Fackel nehmen, weil ich will jetzt eigentlich nicht mit der offenen Waffe rumrennen. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Da ist der Sternling, oder? Nee. Ach nee, er ist wahrscheinlich schlafen gegangen. Das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee. Was ist denn? Was ist das? Gesucht im Namen des Ordens. Der Brigant Kroko hat sich zahlreicher gefährlicher Verbrechen schuldig gemacht. Darunter Plünderung, vielfacher Mord und Wegelosigkeit ohne jegliche Rücksichtsnahme auf das Wohl der Gemeinschaft. Jegliche Hinweise, die zu seiner Fassung führen werden großzügig entlohnt. Und so schaut der Gute aus. Okay. Der Kornhof. Die Unterstadt Argansich. Da geht's nach Flussheim, Herrstand Nebelheim zurück. Wollen wir gerade nicht. Müssen wir mit dir reden? Guten Abend. Ja gut, irgendwelche Neuigkeiten. Ich glaube, das sagt dort den gleichen Text wie die anderen auch. Was bist du besonders? Servus. Huch, wer bist denn du? Ein Jäger. Schreitet wohl. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Okay. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, frag besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Ich finde es cool, dass man hier so diese Tränke noch alles sieht und was er dabei hat. Lebt wohl. Jo, ebenfalls passt dafür auch ein Schmetterling um diese Uhrzeit. Schiebst du mich gerade? Was ist hier? Das mit den Plakaten ist auch cool. Wie heißt du? Mitrael Vogelsang. Der Poet singt in Arg. Gespielt werden. Meine zarte Frühlingsknospe. Deine Lippen schmecken süß wie Kuchen. Nichts kann ein goldenes Haar beschreiben. Du bläst wie eine Kriegsposaune. Morgendas 14. des Sonnenschimmers im Tanzen der Nomaden. Und wer hat mich jetzt schon... Ach, du schiebst mich hier schon wieder. Was ist denn eigentlich für ein Problem? Hallo, hörst du mal bitte auf? Danke, ich möchte hier lesen. Ob Götterauge Eisesprang, Gefahrenglück oder gar Trank, Mirelles Alchemistenglück hat jedes Kraut, das euch entzückt. Malfassale 13, Adelsviertel. Okay, da können wir mal vorbeischauen. Guten Abend. Servus. Also hier geht's nochmal raus. Hier hoffentlich in die Stadt. Verladeturm. Guten Abend. Guten Abend.
Ark, Wessis Tor entdeckt. Oh, also. Bettlerin, komm dir. Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Ja, gut, hier nimm. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Okay. Was haben wir hier? Das ist die Stadtwache. Das ist wieder ein Pferd. Pferd? Dem kann ich gar nicht interagieren. Fredas Haus. Müsste ich mich jetzt rein? Hacken wollte ich schon sagen. Hohepriester Sepharon. Rezitiert die Heilige Schrift, Verse 18 bis 25. Die Erntepredigt. Das sind ganz normale Stadtwachen. Du bist Freda, nicht die Stadtwache. Oh je. Noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Was ist denn verkehrt? Was ist dein Problem? Was für ein Problemchen denn? Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut zwei Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagte, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald, aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Wie wäre es also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaub mir, er hält, was der Name verspricht. Hört sich eigentlich ganz gut an, aber wie kommt ein Troll bitte schön an einen Namen wie Gnaldalf? Klingelt denn nichts bei euch? Gnaldalf, wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Ja gut. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie kann ich ihn finden? Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht. Und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören. Leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen. Ja gut, gestartet. Gnaldalf muss sterben. Wenn ich jetzt wüsste, wie spät es ist, bis Mitternacht warten und Troll Gnaldalf in der Königsbucht aufsuchen. Ich würde aber gerne erstmal reingehen. Ein bisschen Zeug eigentlich mal loswerden, weil ich fühle mich irgendwie so leicht überladen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann können wir irgendwann mal gucken, ob wir diesen Troll erledigen. So. Ah, jetzt mal ein Ladebildschirm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so viel sehe, weil meine Brille so dreckig ist. Gott. Wunder, dass ich überhaupt was sehe, merke ich gerade. Moment, wenn wir eben Ladebildschirm sind, kann ich vielleicht kurz meine Brille putzen. Wollt ihr live Brillen putzen mit Karten? Gott, ist die dreckig. Vielleicht habe ich dann wieder Durchblick. Sind immer noch im Ladebildschirm. Oh ne, wir sind gerade fertig. Nein, Moment, aber einaugig. Oh. Herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Okay, Moment. Ich kann gerade nichts erkennen. Bin noch nicht ganz fertig. Ich sehe, ich habe drei Optionen, glaube ich. Und zwei, mit denen ich noch was fragen kann. So, was ist denn das Erste? Thealor Arantheal, der ehemalige Großmeister des Götterordens. Ich dachte, der wäre seit Jahrzehnten in Gefangenschaft. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht. In Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß. Aber so war es. Haha, ulkig. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens kam vor 2,5 Jahren hierher zurück in Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig. Aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat.
Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Aranteal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her. Der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Na gut. Das heißt also, Narsul Aranteals Gefolge lebt nun unter einem Dach mit den Ordenshütern auf Geheiß des Großmeisters. Das ist skurril. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Könntest du mir noch helfen, mich zurechtzufinden? Ja, ich wüsste nämlich gerne mal zum Beispiel, wo die Taverne ist oder wo ich Zeug verkaufen kann und so. Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst. Und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Die Unterstadt klingt nach keinem schönen Ort. Na gut, wir haben inzwischen schon ein paar Geschichten von der Unterstadt gelesen. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Mhm. Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher. Bis nachher. Beendet die Lehre. Gestartet die ersten Schritte. Jesper am Marktplatz treffen. Das können wir durchaus tun. Innerhalb von Ark könnt ihr an Wegweisern schnell und bequem zwischen den einzelnen Distrikten hin und her reisen. Geht dafür einfach zu einem Wegweiser und interagiert mit ihm. Wegweiser? Ist hier einer? Ne. Wer bist du? Messer, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Weiß nicht. Was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Was haben wir denn? Lehrungsbuch, lass mir jetzt mal erklären, was bringen die Bücher? Ich glaube, ich kann es dir ja erraten, aber was bringen mir die Bücher? Nun ja, was ihr Name verspricht. Sie vermitteln euch Wissen über eine handwerkliche Disziplin. Schmieden, Alchemie, dergleichen. Natürlich werden sie seltener und teurer, je besser ihr werdet, aber für den Anfang sollte eins der drei hier genügen. Na gut, ich so mehr in Magierichtung zurzeit gehe, wäre wahrscheinlich Verzauberung für mich nicht schlecht, oder? Ich glaube, ich nehme Verzauberung. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Das hört sich gut an. Was meint ihr? Womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja... Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Oh, mein Beileid. Warum genau interessiert mich eure Familiengeschichte? Erstmal mein Beileid aussprechen. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich... das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin.
Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Was haben wir denn? Warum schaltet ihr einfach nicht die Stadtgarde ein? Nun, ich verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld für ihre Sucht. Sie ist eine Staubschnupferin. Was meint ihr damit? Das wäre ja auch gerade mal nicht schlecht zu wissen. Ich vermute, weil es gibt halt den Staub, das, wie es ausschaut, irgendwie suchtartige Wirkungen hat. Und das stupft man, deswegen Staubschnupferin, oder? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Vince. Okay. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Gut. Warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich. Aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Vertür es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Okay, also sie versteckt sich in der Unterstadt. Das heißt, wir werden mal in die Unterstadt gehen müssen. War irgendwas sowieso klar, dass wir das irgendwann müssen. So, was ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass sie ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Warum hat er jetzt eigentlich nochmal gesagt, dass Sila der Name der Schwester ist? Das hat er doch vorher schon mal erwähnt. Na gut, egal. Na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Okay. Gesundheit. Gestartet Teil und gestartet. Den Schlüssel zum Banktresor der Fuchshand zu Milbert bringen. Also, Wein stehlen. Kann ich mit dir nochmal sprechen? Was? Oh, natürlich. So, kann ich jetzt Zeugs verkaufen? Was kann ich alles verkaufen? Gehen wir mal Waffen durch. Ich will erstmal das verkaufen. Dann die beiden Jagdbögen. Stahlachs brauche ich nicht. Stahldolch brauche ich nicht. Das Stahlschwert brauche ich nicht. Ich würde sagen, die Bögen behalte ich mal. Die Äxte weiß ich gerade noch nicht. Ich behalte sie auch erstmal. So, dann die beiden alten Roben brauche ich nicht. Weißes Fiegereisen. Ich weiß, ich behalte mal den Setgegenstand, einfach was ein Setgegenstand ist. Ein Angriff von 7% mehr Schaden. Ne, das lasse ich erstmal. Das habe ich. Das kann auf jeden Fall loswerden, vor allem ist Frostresistenzen. Werde erstmal das los. Das kann ich auch loswerden. Das kann ich loswerden. Das kann ich loswerden. Den Stahlhelm brauche ich nicht. Die verbesserte. Ne. Die Setgegenstände will ich irgendwie nicht verkaufen. Das brauche ich nicht. Den Lederschild verkaufe ich. Oh Gott, hier habe ich so viele Tränke. Ich weiß gar nicht, was ich davon verbraten kann. Was ich lieber behalten sollte. Ich behalte mal einfach kurz alles.
Außer habe ich von irgendwas richtig viel, wo ich einen Teil verkaufen kann. Gesundheitstränke, aber es sind Gesundheitstränke, ne? Würde ich schon gern behalten. Und diverse Rollen. Was ist das Essen? Essen würde ich auch lieber behalten. Nein, die sollte ich am besten nicht verkaufen. Dann habe ich hier noch diverse Bücher. Weiß gar nicht. Die Schlechte von Arkbände behalte ich vielleicht. Notizen, ich weiß gar nicht, was ich mit dem alles machen soll. Ah, das muss ich noch teilweise anschauen. Aber es sind auch einfach Bücher, die ich einfach die wieder brauche. Oh, den Elementarismus habe ich noch gar nicht gelesen. Aber das zum Beispiel brauche ich nicht. Das ist einfach nur Geschichte, das werde ich noch lesen. Die behalte ich, habe ich gesagt. Vor allem das erste Buch muss ich ja noch lesen. Weil das zweite haben wir schon. Das habe ich ja zuerst gefunden, noch gelesen gehabt. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. So, und was hast du, was ich vielleicht brauchen könnte? An Magie. Gut, das habe ich dir gerade gegeben. Blitzheilung. Heilt euch um 25 Punkte eurer Lebensenergie. Heilt euch blitzartig, aber verschlimmert Arkanistenfieber um 0,5%. Bogen beschwören. Untote vertreiben. Bisschen Salz. Lehrlingsbücher und Expertenbücher. Das ist cool. Und Meisterbücher. Uiuiui. Das ist cool. Vielleicht. Wie viel kostet das? 86. Wie viel Gold habe ich? 974. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht Elementarismus. Ein oder zwei kaufen. Noch diverse Rollen. Tränke. Gut, das habe ich dir gerade alles verkauft. Gut, dann lassen wir das mal. So, dann hatte ich ja hier gerade. Was mache ich denn hier eigentlich? Machen wir so. Das kannte ich schon. Das kannte ich auch, ne? Das kannte ich auch. Dann Totenfunke, ein Portal dunkler Macht, die 18 Punkte Entropie-Schaden zufügt, aber durch gleich sich selbst schädigt. Aua. Lernen wir selbst. Trotzdem Panik lehren, erlernen. Das Buch lesen wir jetzt noch nicht. Die drei kann ich eigentlich dann verkaufen. Zutaten, Verbrauchsgegenstände. Lehrlingsbuch, Verzauberung. Lehrlingsbuch, Elementarismus. Ja, ja. Okay. Damit habe ich die alle. Okay. So. Warte. Und nochmal kurz zu dir. Ist er denn bla? Ja. Oh, natürlich. Von mir kriegst du jetzt noch ein paar Bücher, die ich nicht mehr brauche. Nämlich das, das und die beiden hier. Okay.